Seid gegrüßt, dieses Filmchen beschäftigt sich mit Dingen, die GGG interessant findet. Fantasy und Horror, mit einer Brise Realität. Wer von euch kennt Conan den Barbaren nicht? Dieser vorzeitliche Held wurde von Arnold Schwarzenegger dargestellt. Dazu gibt es aber auch in neuerer Zeit Videospiele. Der Schöpfer des kosmischen Horrors H.P. Lovecraft dürfte einigen auch etwas sagen. Sein Horror beinhaltet meist unfassbare Wesenheiten, die den Protagonisten in den Wahnsinn treiben, etwa der schlafende alte Cthulhu. Doch was haben diese beiden unterschiedlichen Genres Fantasy und Horror in diesem Falle gemeinsam? Der Autor von Conan der Barbar, Robert Irwin Howard, und Lovecraft kannten sich und hatten in den 1930er Jahren Briefkontakt. Die von Howard erdachte Fantasy-Welt von Hyboria liegt etwa in der Zeit vor 20.000 Jahren in einer eiszeitlichen Epoche. Diese Welt wurde von Gewalt, Magie und den Gezeiten beherrscht, eine Welt, die ihre Inspiration ihrerseits aus antike Erzählungen von Herodot über Hyperborea bezieht. Genau wie Howard schwebte Lovecraft eine mythische Welt vor, deren Geschichte weit in die Vergangenheit vor den Menschen zurückgeht. Howard zählte damit zu den Phantasten, die Atlantis, die Reiche Mu, Lemuria und natürlich Hyperborea wieder in den Fokus stellte. Diese hier aufgezählten Länder und Kontinente sollten jedem, der sich mit Esoterik oder frühgeschichtlichen Legenden beschäftigt, bekannt sein. Jedes dieser Reiche kann als legendär bezeichnet werden, doch im Falle von Atlantis kann ein wahrer Kern stecken. Es ist möglich, dass Atlantis mit den antiken Minern zusammenhängt, einer Kultur des Mittelmeerraumes. Der Kontinent Lemuria war auch bereits lange sagenumwogen und soll, wenn man den Theosophen glaubt, entweder zwischen Madagaskar und Indien oder zwischen Australien und Amerika gewesen sein, bevor er versank. Der Kontinent Mu hingegen könnte mit Lemuria identisch sein. Die Geschichten Howards und Lovecrafts enthalten immer wieder Anspielungen auf diese Orte, aber auch auf mächtige Wesen von den Sternen oder Götter, die zur Erde kamen. Lovecraft und seine Wesenheiten sind damit Vorbilder der erst viel später aufgekommenen Präastronautik der Postmoderne. In Lovecrafts Werken spielt der Mensch nur eine untergeordnete Rolle. Wer er schon sagt, es war den Menschen nie bestimmt, den Ozean des Wissens weit zu befahren. Viele heutige Science-Fiction-Filme, Geschichten und Spiele nehmen Anleihen an diesen Autoren. Selbst die Bewegung der Präastronautik hat eine Menge Anleihen bei Lovecraft übernommen. Out-of-Place-Artefakte kommen bereits in den früheren Geschichten Lovecrafts vor und sind heute, wenn man's glaubt, real. Wenn ihr also den Film Conan der Barbar guckt oder ein Conan-Spiel zockt, erinnert euch, dass einiges, was da gezeigt wird, vor 150 Jahren von einigen Theosophen als reales Weltbild betrachtet wurde. Hoffen wir mal, dass die Wesen des H.P. Lovecraft nur Schauermärchen sind und wir es nicht bald mit einer Invasion aus dem Anderswo zu tun bekommen.